Boah, F an die Jungs, wieder, wenn die das gerade sehen. Ich einfach, du, ihr seid so der Junge jetzt, ihr seht das so, dann wird's über euch gesagt, ihr habt voll genervt und so. Boah, die armen Jungs. Oh, was ist denn hier online? Was ist denn hier online? Justin hat mir ein Paket geschickt und Real Talk zum Yoshi Let's Pickup Video. Sollen wir uns das angucken? Ja, ich gehe, lass mal ins Bro, Yoshi ich Video habe auf gehen. den Boden geguckt, war auf einmal ganz interessiert an meinen Schnürsenkeln. So viel Angst hatte ich vor so großen Leuten. Wir gehen jetzt in meine Pickups rein. Ich habe die Sachen geschenkt bekommen. Oben links in der Ecke steht Gifts, weil ich für die Sachen nichts bekommen habe. Ich habe nämlich gestern beim Pop-Up-Store von drei Marken richtig gute Sachen bekommen. Richtig gute Sachen. Wir haben Sachen von Lowlights, von Peso und von Trendvision. Was wollt ihr zuerst sehen? Die meisten Leute schreien Trendvision. Weiß bis heute nicht warum, weil also ich glaube, einfach so auf Spaßbasis, auf Supporterbasis sind Alex, Tu und Johnny von Trendvision nach Köln gekommen. Und die haben auch ein paar Sachen da verschenkt. Und weil, ne, ich war dann nochmal später mit den Essen und sowas, die ein oder andere Sache passiert. Und zwar habe ich als allererstes Accessory, boah, habe ich ein Sample, also nicht die finale Version, aber ein Sample von dem Karabiner bekommen. Auf süß. Der ist am Dienstag gleich im Post hoch, da sieht man den auch direkt. Hoppala. Also, was man sieht, Tu hat den die ganze Zeit getragen. Hier sieht man schon diese Gebrauchsspuren. Ja, ich finde den sehr, 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 sehr nice. Eigentlich wollte ich mir nämlich gestern in Köln einfach so einen Karabiner kaufen, weil ich den für das Fitbit heute brauchte. Da habe ich halt gesagt, jo, ich muss noch ganz kurz zum Globetrotter. Alle Kölner kennen den Store. Das ist so ein. Da gibt es so Marken wie Arc'teryx, The North Face. Das ist generell so ein Outdoor-Activity-Laden. Und da meinte Alex so, ja, aber bei unserer Jordan sind die eh dabei, brauchst du nicht holen. Da meinte ich, ich brauch's aber jetzt. Da meinte Tu, ja, dann nimm einfach meinen, kannst den jetzt schon mal haben. Der wird bei jeder Jordan dabei sein, ob der bei jeder Dienst dabei ist, weiß ich nicht. Aber wenn ihr euch bei Transvision und Jordan bestellt, dann kriegt ihr den auf jeden Fall. Der ist auch nicht so zu. Ah, das ist sehr cool. Das ist eine sehr coole Aktion. Pass auf, Boah, pass auf. Transvision Drop ist ja auch nächste Woche, ne? Boah, ich glaube, der wird auch durch die Decke gehen, Alter. Ich glaube, der wird auch durch die Decke gehen. Der ist wirklich nur bei der Jords dabei. Und die zweite Sache, die ich von Travision habe, eine neue Bottle, man. Das ist die neue Flasche aus dem Drop. Sehr, 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 sehr Oh, die cool. Flasche droppt. Boah, die Flasche ist hart. Die Flasche ist sehr cool. So eine Thermos. Ich dachte, die wäre so giftmäßig oder so, aber ich wusste, dass die richtig droppt. Flasche. Also könnt ihr da reingucken, wenn ihr das seht. Das ist halt einfach so eine, ne, so eine Flasche, wo man Sachen drin kühlen kann oder wärmen kann. Auch süß. Und dann hier mit dem TRV. Ja, Trendvision ist wirklich auf so einer Spur, ne? Das ist geistreich, ich gönn's den Jungs so vom Herzen. Ich kenne Alex und Tu ja schon so lange, ne? Also, das ist schon sehr, sehr, ich gönn's ihn so hart. Und hier steht, was ist, also Trendvision 550 Milliliter. Ich glaube, ihr wisst alle, wofür 550 Milliliter steht. Auch sehr cool. Nee, weiß ich nicht. No front, aber es ist halt eine Flasche. Manche übertreiben, als wäre das was Neues. Ja, es ist halt was Neues, dass ein Startup, oder was ist Startup, dass eine kleine Brand sowas droppt, anstatt nur Klamotten zu droppen. Ich finde es ganz cool, wenn Marken auch so Accessories dazu packen. Vor allen Dingen, wenn es halt passt. Kam hier ein Paket an, und zwar von Peso Klo. Und zwar von den Summer Rose ein paar Sachen bekommen. Lustigerweise genau das, was ich haben wollte. Ich wisst ihr noch, als wir auf die Summer Rose reagiert haben und ich gesagt habe. Big Move von Justin, dass Yoshi Free Sachen bekommt. Sehr, sehr big. Ich möchte den blau gefadeten Zipper haben. Zack, zack. Boah, die Cam. Bro, die Cam macht die Farbe wieder kaputt. Das nervt so krass. So sieht die Farbe nämlich aus. Da sieht es besser. Was wollt ihr mir sagen? Ich finde, das sieht hart aus. Halt die Shorts, ne? Ich habe euch ja gerade den Fade gezeigt. Auch sehr cool. Ne, ist es hier drauf? Doch, da. Dieses Logo, no joke. Ich finde das neue Peso-Logo echt tausendmal cooler als das alte. Yoshi, so ein Justin-Fanboy. Ja. Ich finde. Aber ich weiß nicht, ob das das neue. Habe ich mich auch schon gefragt. Aber ich glaube, das ist nicht das richtige neue Logo, weil auf der Website ist immer noch das hier. Dieses OG-Logo. Ich weiß nicht, ob das wirklich das neue Logo ist. Oder die haben es noch nicht aktualisiert, aber. Peso hat eine Flasche rausgebracht. Transvision eindeutig kopiert. Ja, genau so. D-Rider Number One bei Justin. Einmal dieselbe Shorts, die ich gerade schon gezeigt hatte. So einem Anthrazit, Stonewashed, Grau. Dasselbe nochmal ins T-Shirt. Super Dinger für den Sommer. Kann mir keiner was sagen. Welches Size trägst du? Das müsste alles Size M sein, ja. Ich trage in allen Size. Ist der Zipper von Yoshi von Peso oder ML? Ich weiß auch nicht, Jungs. M passt auch perfekt. Wir machen einen Fit-Check. Ich frage mich aber auch, wie die diesen Fade reinbekommen haben. Also, das kriegst du ja nicht durch Waschen hin. Das muss ja besprayt worden sein oder so. Also, das ist der Zipper. Ist halt ein ganz normaler Zipper. Sieht für mich aus wie ein MAM-Zipper. Fit, ne? Bla bla bla. Hier hinten guckt gerade das schwarze T-Shirt raus. Fittet halt so wie Ja, sehr cool, sehr cool. eine Stoffshort. So fittet das T-Shirt. Das ist halt auch so. T-Shirt-Fit finde ich, by the way, sehr, sehr geil. Ich habe ja auch das T-Shirt im Video ausgepackt. Der Fit vom T-Shirt fand ich sehr geil. Das ist, glaube ich, auch ein neuer Fit. Digga, Summer Ross, ne? Ich glaube, ihr könnt euch alle was darunter vorstellen. Low-key wie das Uniqlo Basic T-Shirt, nur die Ärmel sind slightly kürzer. Aber so vom Crop her ist es genauso. Die Ärmel sind ganz leicht kürzer als das Uniqlo Basic T-Shirt. Und diese drei Jungs. Ach so, ja, Digga, okay.
Wollt ihr eine kleine Story vom Lola Studios Pop-Up hören? Das kriegt jetzt Loki schon fast so einen Monterage-Touch, aber ich hab no joke eine Story vom Lowlands Pop-Up. Wie gesagt, ne? Gestern Lowlands Studios Pop-Up. Alles war cool. Echt entspannte Atmosphäre. Da hatten ein paar Leute gecampt. Jetzt kommt's. Es war eine Schlange da. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich wollte auch eigentlich gerne zum Lowlands Pop-Up. Einfach nur, weil so war Yoshi und so war da, bist du mit Jungs, dies, das. Aber ich musste leider lernen wegen Klausur. Bis auf drei, ich glaube, waren es drei Jungs? Ich weiß es nicht. Und ich war echt, die meinten das halt nicht böse so. Die waren noch was jünger. Ich glaube, die waren... waren die 13, 14? Und ich weiß nicht, was die bei anderen Leuten gemacht haben. Also bei mir haben die jetzt nichts Krasses gemacht. Kann auch sein, dass die bei Elias vielleicht noch irgendwas gemacht haben. Da war ich jetzt auch nicht dabei. Bei mir war das halt so, also wir waren halt in diesem Pop-Up-Store drin. Unten, ganz normal. Also der Pop-Up-Store war unten. Haben da unsere Sachen anprobiert. Also mit wir meine ich jetzt Alex, Tu, Johnny, ich. Dann Rolando war dabei noch. Und ein Kollege von mir, Samu, liebe Grüße. Und dann waren wir da in dem Pop-Up-Store drin, alles gut. Was geht, Luke? Haben unsere Sachen geholt, die zeige ich euch gleich noch. Wieder rausgegangen und haben dann draußen noch ein bisschen gechillt, ne? Wir waren dann draußen, standen dann quasi neben dem Eingang mit, wer war das? Dabei, wie gesagt, die Leute, die ich gerade aufgezählt habe. Elias ist noch mit rausgekommen, hat noch ein bisschen geredet. Vivian war da, Vivian mit ihrem Freund, liebe Grüße. Und halt einfach so, ne, Gruppe haben geredet. Daneben war die Schlange. Waren da so drei jüngere Jungs, ja, ich würde tippen, die waren halt einfach ein bisschen aufgeregt. Ich kann das verstehen so. Die waren halt aufgeregt. Man ist immer aufgeregt, wenn man so seine Vorbilder sieht oder wenn ich... Ey, Yoshi, du bist echt mein Vorbild, weißt du das eigentlich? Ich in deren Alter wäre und dann Alex und Elias und Tu auf einem Flex, würde ich auch ein bisschen am Rad drehen. Aber die haben dann halt nicht mehr aufgehört, so aufgeregt zu sein und haben die ganze Zeit so ganz komische Sachen gemacht. Die haben zum Beispiel nach jedem möglichen Trade gesagt. Die haben mich gefragt, ob ich mit denen meine Bag, also ich hatte diese Transvision Bag dabei, ob ich die um eine halbe Flasche Cola trade. Oder die haben Alex gefragt, ob die so ein KFC-Bucket um seinen Hoodie, der hatte diesen gelben unreleased Hoodie von Transvision an, ob die damit darum traden. Und das war so... Oh, kommt nice. So ein bisschen... Ja, diese unangenehmen Zuschauer-Reactions gibt's immer. Also manchmal gibt's einfach Leute, die meinen das nicht böse, aber die checken nicht ganz, wann gut ist, so mäßig ein auf den. Ich weiß, das hatte einen komischen Touch, Bro. Das hatte einfach einen komischen Touch. Aber hat mir nichts gefragt. So, die haben jetzt nichts gemacht, die haben jetzt nicht beleidigt oder sowas. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, okay, lass durchziehen. Weil wir haben dann halt noch da Fotos gemacht. Bei der liebe Grüße an jeden, der am Start war, mit mir geredet hat, Fotos machen wollte, einfach talken wollte, war sehr, sehr cool. Dann sind wir halt irgendwann gegangen, weil die Jungs hatten Hunger und die mussten doch wieder zurück nach Hamburg. Und dann meinte ich, lass den Atelier-Store abchecken, Atelier Köln, Shoutouts. Dann sind wir zum Store gegangen und die Jungs sind einfach mitgekommen, Bro. Die Jungs waren einfach Part von dieser Gruppe auf einmal. Die waren einfach dabei. Die sind mit, also die sind von belgischen Fisch. Ja, aber Bro, du kannst dir doch einfach sagen, so, yo, wir wollen unter uns sein. Bis zum Atelier mitgekommen, haben uns da auch die ganze Zeit zugetextet. Dann waren die mit im Store da drin. Das war auch, also im Store war es halt low-key unangenehm, weil das ist halt schon so ein bisschen höherer Laden, sag ich mal. Die verkaufen da Sachen wie Rick Owens, Leaks. Wales Bonner Kollabo haben die da, also Wales Bonner Adidas und sowas. Waren die mit im Laden? Ich habe da meinen TikTok gedreht, ich habe mein Ding gemacht, aber die haben halt, ich glaube, Alex haben die noch ein bisschen genervt. Ich war unten, die waren oben, ich habe das nicht mitbekommen. Boah, F an die Jungs, wie denn, wenn die das gerade sehen. Ich einfach, ihr seid so der Junge jetzt, ihr seht das so, dann wird so bei euch gesagt, ihr habt voll genervt und so. Boah, die armen Jungs. Gehen wir aus dem Laden. Also, nichts gegen Yoshi, ne? Ich würde es jetzt auch sagen, aber an der Stelle von der Jungs, F. Dann raus, die gehen weiter. Dann reden wir so, yo, wo sollen wir was essen? Dann meinten die Jungs, ja, wir können euch das und das Café empfehlen, das ist 10 von 10, bla bla bla. Und dann haben die so, dann haben die Alex so voll gespannt, ja, wenn das Café, also wir sind wirklich in das Café gegangen, wenn das Café eine 10 von 10 ist, dann kriegen wir was for free und so. Und Alex so, ja, ja, bla bla bla. Auf den... Ticker. Er wollte halt auch nicht unhöflich sein. Weißt du, man kann die ja nicht wegschicken. Wir können da dann nicht sagen, ey, Junge. Hä, doch, safe. Also ich würde einfach sagen, yo, alles gut und so, aber wir wollen jetzt gerade so unter uns sein. Wäre cool, wenn ihr so gehen könntet. Das ist ja nicht böse gemeint, so. Ich würde safe sagen. Safe, safe, safe. Was verpisst euch jetzt? Wie gesagt, wenn ich in der Situation wäre, in dem Alter, ich hätte auch ein bisschen am Rad gedreht. Ich habe dafür Verständnis. Nur, es ist halt irgendwann ist dieser Punkt, wo man übertreibt, wo man das halt einfach checken sollte. Und dieser Punkt kommt jetzt. Und zwar war es halt dann so, dass wir uns in das Café gesetzt haben. Café de Paris. Kleiner Lied. Der miese Recommendation. Kaffee, ich dachte, die hauen jetzt hier irgendein Undercover-Café raus. Café de Paris ist wie wenn du sagst, lass mal zu Café Bur. Digga, es gibt kein bekannteres Café in Köln. Genau, ein gutes Café. Essen war sehr lecker. Und aber Kaffee, aber
Café de Paris ist wirklich sehr, sehr geil. Bestellt haben und die dann wiedergekommen sind. Die sind ins Café reingekommen und haben dann gefragt, jo, können wir vielleicht noch ein Foto machen? Erste Frage, Bro, wir sind 20 Minuten, 30 Minuten haben wir seitdem Zeit verbracht. Die hätten da schon ein Foto machen können. Zweite Frage, Bro, wir waren im Café drinne. Das ist crazy. Dann kam so ein Kellner, hat die weggeschickt. Dann haben die ganze Zeit draußen gewartet. Wir saßen da safe 2 bis 3 Stunden im Café. Louis Dobbegarten ist auch noch gekommen. Sehr korrekter Typ, zum ersten Mal echt getroffen. Liebe Grüße, falls ihr es irgendwo sehen sollte. Haben die ganze Zeit da gewartet. Dann sind wir rausgegangen, haben noch mit denen Fotos gemacht. Und dann haben die uns so langsam, ich glaube, dann haben die langsam gecheckt, so dass es so einer zu viel, also ab dem Punkt eigentlich erst schon so 3 zu viel ist. Aber die haben das dann langsam gecheckt. Und boah, Digga, ist crazy, ja. Haben uns, ja. Da war dann vorbei. Aber das, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, das ist nicht als Front gemeint oder sowas, aber ich frage mich halt einfach, erstens, woher das Selbstbewusstsein kommt, als ich in dem Alter war. Ja, safe, safe, safe. Ah, Digga, aber dass die da 2 Stunden vor dem Laden gewartet haben, ist ja crazy. Das würde ich nicht mal für Justin Bieber gefühlt machen. Habe ich, wenn so jemand, Digga. Doch, würde ich auf jeden Fall machen. Der 1,90 groß ist wie Alex, wenn der an mir vorbeigegangen ist, Bro, ich habe auf den Boden geguckt, war auf einmal ganz interessiert an meinen Schnürsenkeln. So viel Angst hatte ich vor so großen Leuten. Und zweitens sind wir doch fremde Leute, das kannst du doch nicht machen beim Essen und sowas. Der Kommentar hier. Hast du die gebombt? Also nicht 10 von 10. 10 von 10 war es nicht. Aber für eine 10 von, damit ein Kaffee 10 von 10 ist, muss das auch, also da muss alles stimmen. Da muss alles stimmen. Brauchst du noch einen Bodyguard für den nächsten Pop-Up? Safe. Habe ich mir auch gedacht in dem Moment. Also Real Talk, ich glaube, wenn Alex und Tour nochmal einen Pop-Up machen, dann brauchen die ja wirklich Bodyguards. Also beim Lowlights Pop-Up, da standen... Ja, okay, chill mal. Also weiß ich jetzt nicht, Yoshi, chill mal ein bisschen, yo. Also fetten Zehner, wenn jetzt da beim Berlin Pop-Up ein Bodyguard nötig war. Also da wurde jetzt keiner belagert oder da wurde jetzt auch keiner bedrängt und keine Ahnung was. Also genauso wenig wie beim 6pm Pop-Up, da war alles chillig. Also beim 6pm Pop-Up habe ich auch geistkrank viele Fotos gemacht und Yoshi auch und war auch alles cool, aber da braucht jetzt keiner Bodyguard. Also wir sind jetzt nicht Travis Scott oder so, man muss ein bisschen am Boden bleiben. Ich weiß, wer das meint, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir einen Bodyguard, also oder generell, dass man auf Pop-Ups einen Bodyguard braucht. Jetzt nicht man selber, sondern dass jetzt die Veranstalter einen Bodyguard organisieren, glaube ich jetzt nicht, dass das nötig ist. Oder so wie du damals bei Central C warten auf korrekt und nicht so cringe. Ja, Digga, das Ding ist bei Central C aber auch, ich wusste, der ist in einem Klamottenladen, der wird da jetzt nicht 5 Jahre drin sein. Nicht wie in einem Restaurant. In einem Restaurant weißt du ja nicht, okay, ist er da jetzt 20 Minuten, ist er jetzt eine Stunde, ist er jetzt 2 Stunden da. So, ich wusste, okay, der wird jetzt nicht lange da drin sein. Hab halt vor dem Laden, also ich war ja sogar mit ihm, ich bin ja nicht zu ihm reingegangen. Er ist jetzt zu mir gekommen, also er ist jetzt nicht zu mir gekommen so, aber er ist, also ich war ja vor ihm im Laden. Ich war im Laden und er ist in den Laden gekommen. So, aber ich habe dann gesagt, ey, lass einfach kurz raus, lass kurz draußen warten. Und haben wir 15 Minuten, glaube ich, gewartet draußen. Dann kam der raus, wir haben gesagt, jo, wir wollten dich nicht stören und so. Er war auch sehr korrekt, er hat es auch... Sowas weiß man auch zu schätzen, weißt du? Wenn ich jetzt im Restaurant sitze und ich sehe von außen, guckt jemand und weiß und sieht mich so einen auf den, er wartet dann draußen und wenn ich rauskomme, sagt er, jo, ich habe gewartet, ich wollte dich nicht stören. Das kommt ja auch cool. So, keiner würde dann sagen, oh, du Ehrenloser, geh mal weg, lass mal kein Bild machen. Das kommt ja auch cool, so, wisst ihr? Und er hat es auch sehr gefallen, meinte so, ja, sehr korrekt, dies, das. Hat dann ein kurzes Bild gemacht, kurz geredet, 2, 3 Sätze und dann ist er abgehauen, das war's. So, war aber entspannt. Also, und so kann ich es auch nur jedem empfehlen. So kann ich es jedem empfehlen. Keiner feiert das, irgendwie so bedrängt zu werden. Oder wenn man gerade beim Shoppen ist, wenn man am Essen ist, was auch immer. So, lasst die Jungs ihre Ruhe. Ja, aber er wollte halt auch Bild mit mir. So, ich wollte kein Bild mit ihm, er wollte Bild mit mir, deswegen war ich was anderes. Also, was heißt, nee, eigentlich nicht. Wirklich Türsteher, die dann auch gefragt haben, also als wir dann gekommen sind, so, dann dürfen wir jetzt vorab rein. Ich hatte mir extra mit Elias abgemacht, ob das okay ist. Weil ich halt davor noch Uni hatte, wo ich am Ende des Tages doch nicht hingegangen bin. Aber ich hatte halt davor noch Sachen zu tun. Deshalb konnte ich halt nicht früh genug da sein. Und dann meinte er, ja, ist okay, Bro, komm durch, such dir Sachen aus, alles gut. Und dann haben die echt gefragt, so, okay, wer seid ihr, blablabla, haben die kurz abgeklärt, haben uns reingeholt. Fand ich auch gut, dass sie sowas bei den Pop-Ups haben. Also ist echt... Ich überlege gerade, hatte 6pm das? Ich weiß gerade gar nicht. Ist wirklich gut, weil 6pm Pop-Up waren auch Bodyguards, oder... Ja, anscheinend schon, okay. Türsteher, sowas ist auch wichtig bei so großen Events, finde ich. Ja, so Türsteher, ach, okay, das meint er, weil das hatte Trent Vision, wobei doch, Trent Vision hatte das auch. Also es waren jetzt keine richtigen Bodyguards, das waren, glaube ich, Kollegen von denen, aber es hat auf jeden Fall auch gereicht. Ja, das ist schon wichtig. Wo wir jetzt gerade schon über den Lowlights Pop-Up geredet haben, die Sachen, die ich mir beim Pop-Up aussuchen dürfte oder ausgesucht habe, liebe Grüße, Elias, ich habe alles for free bekommen. Wirklich sehr cool. Die Kollektion war stark, vor allem dafür, dass es eine Comeback, also dass es so zum ersten Mal seit langem war, könnte man ja denken, okay, kommt jetzt was Komisches. Ich finde, die Kollektion war solide. Kollektion war auf jeden Fall solide. Also war halt, ich fand, es war so eine klassische Lowlights-Kollektion.
Und ich finde eigentlich, dass jede Lowlights-Kollektion sehr geil ist. Also ich fand, Lowlights macht mit so die besten Kollektionen vom Ding her. Das Einzige, was halt gesackt hat, war halt das Shipping. Aber die Pieces an sich waren bei Lowlights eigentlich, fand ich, vom Design und so immer sehr, sehr geil. Ja, deswegen, ich fand die Kollektion war auch gut, weil jetzt nicht die krasseste, die Lowlights je hatte und auch keine Kollektion, die jetzt die Modewelt verändert hat. Aber war eine durchschnittliche Lowlights-Kollektion. Und Lowlights-Kollektionen sind in meinen Augen sehr, sehr gut. Deswegen war auch die sehr, sehr gut. Ich fand die Kollektion. Ich habe jetzt nichts gekauft oder so, aber ich fand die Kollektion auch sehr gut. Die Sache, die ich mir ausgesucht habe, eigentlich schon mein Favorite Piece, das Longsleeve. Das ist so auf, es ist schon ein bisschen zerknittert, weil ich das heute schon in meinen Fotos machen. Ah, okay, das ist jetzt nicht so krass meins. Dabei hatte. Das ist so auf Cross-Motorrad-Jersey angelehnt. Es ist genau das, was ich die ganze Zeit suche. Ich habe so lange nach so einem. Ich finde aber auch weißes Longsleeve wäre jetzt auch nichts für mich persönlich. Langarm-Trikot aus dem Cross-Motorrad-Bereich gesucht und das hat genau die Vibes, finde ich. Das hat von diesem Tracksuit. Nichts hinten drauf, noch ein paar Punkte. Kleiner Fitcheck kann ich auch direkt machen. So, also es ist wirklich. Ah, fit ist aber jetzt nicht so geil, oder? Nichts hinten drauf, noch ein paar Punkte. Kleiner Fitcheck kann ich auch direkt machen. So, also es ist wirklich. Fit weiß ich jetzt nicht. Was sagt ihr zum Fit? Sieht irgendwie ein bisschen schlafsackmäßig aus. Stark. Ich bin immer noch der Meinung, ich finde, die Jogger als auch der Zipper sind nicht so krass. Also, Digga, die kann man tragen, die sind safe hart. Ich würde es nicht. Ich finde es ein bisschen groß. Ich hätte es dann nochmal kleiner, glaube ich, besser gefunden. Nicht tragen, aber das hier. Was soll ich sagen? Hart. Aber hier, ein bisschen zu groß finde ich, zu groß, oder? Also, anscheinend. Bisschen zu groß finde ich? Nein, ich finde das Fitted perfekt. Ja, Bro, ich finde das auch der Kragen. Ich finde den Kragen auch nicht so geil, dass er hier so absteht. Ich glaube, eine Nummer kleiner wäre besser gewesen, safe. Darauf eine gute Jorts, eine gute Cargo Shorts. Ja, guck mal jetzt, ja, zu groß. Ich, ja, Digga, Yoshi steht alles. Yoshi ist ja auch ein Sunny. Ihm steht das eh alles. Eine gute Parachute Pants. Perfekt. Hier das T-Shirt, das hatte ich heute auch schon an. Auch das ist sehr cool. Das Shirt finde ich sehr, sehr geil. Das würde ich auch tragen. Ich finde es sehr krass. Auch sehr, 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 sehr hart. So ein Printed Tee. Hinten wieder nichts drauf. So, by the way, Size S. Ich trage in allen Sachen das Size S, außer im Hoodie. Die Sachen sind ein bisschen, oversized geschnitten. Dann habe ich mir noch das T-Shirt hier ausgesucht. Da habe ich ein bisschen in die Zukunft gedacht. Also ich finde, das ist. Das kommt auf jeden Fall cool, das kann man auch in Deutschland rocken so. Aber mein Gedanke bei dem T-Shirt, ich zeig's euch, ich habe es noch gar nicht ausgepackt, damit ein Foto auf Madeira zu machen. Wenn wir im Sommer auf Madeira sind, will ich damit da ein Foto machen. So vor der grünen. Der Bruder kauft einfach T-Shirt, um damit im Urlaub ein Bild zu machen. Kuss. Natur. Ist das ein Stick? Nennt man das Stick da vorne? Das ist so drauf genäht einfach. Und als letztes. Aber war ein cooles Shirt. Ja, ist auch der. Ja, ja, das ist eigentlich auch, es ist cool so, ist auch kein Banger. Der blaue Hoodie, kann mir gar nicht sagen. Also Shirt für mich mein Favorite bis jetzt, Shirt finde ich sehr geil. Hart, ist sehr, 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 sehr hart. Auch dieses Blau, das kommt in der Cam recht gut rüber sogar. Echt sick, dann mit den, ne, mit den ganzen Artworks hier oben. 775 steht für Lowlight Studios, also LLS, ist hart. Fit, zieh ich kurz an. Das hier ist eine Size M, das ist das einzige Piece, was ich als Size M genommen habe. Ganz normaler Fit, kann man hier schön reintacken. Kann man aber eigentlich auch draußen lassen, finde ich. Ich finde, der hat eine gute Länge und der bunt ist nicht zu eng, nicht zu weit. Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich fand, das war sehr... Ja, nice. Gutes Video. Grüße an Yoshi. Kuss, 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 kuss.